Er wurde niedergestochen von diesem Feueranbeter. Und Umar radiallahu an, er bekam einen Dolchstoß, wo in seinem Bauch, schaut mal, was Abu Lu'lu' al-Majusi machte, er zog das Messer seitlich durch seinen Körper. Später, als Umar ibn al-Khattab etwas getrunken hat, ist das Wasser aus dieser Wunde herausgeströmt. Er hat ein richtiges Loch in seinem Bauch gehabt. Als er niedergestochen wurde, das war zum Zeitpunkt vom Gebet, Fajr-Gebet, dann ist er umgefallen. Dann sagten die Sahaba, kayfa tarawnahu? In welchem Zustand seht ihr ihn gerade? In welchem Zustand befindet er sich? Qalu hayyan. Sie sagten, er ist noch am Leben. Faqultu ayqidhu lis-salati fa innakum lan tuqidhuhu bi shay'in afza' lahu min as-salah. Weckt ihn auf zum Gebet, Umar ibn al-Khattab. Denn vor nichts fürchtet sich Umar ibn al-Khattab mehr, als dass er sein Gebet nicht betet, so werdet ihr ihn nur wach bekommen, indem ihr ihn an sein Gebet erinnert, während er ohnmächtig ist. Und sie sagten, Ya Amir al-Mu'minin, As-Salah, As-Salah. Wo führt der Gläubigen das Gebet, das Gebet? Dann ist er aufgestanden, aufgeschreckt. Schon mal, subhanallah, in so einem Zustand. Er ist aufgestanden. Und dann sagte er, As-Salatu idhan wa la hadwa fil Islami liman taraka As-Salah. So ist die Zeit jetzt für das Gebet, sagte er. Und wer nicht betet, der hat keinen Anteil am Islam. Er ist dabei zu sterben und hält noch eine Mauida. Sagt den Leuten noch, was sie Gutes tun sollen. Allahu Akbar. Ist das ein Mann? Ich will euch hören, ist das ein Mann? Ja, ja. Oder ein Munafiq wie die Shia sagen? Das ist ein Mann. Er ist verletzt und das Blut strömt ihn aus dem ganzen Körper. Schaut mal, was der Rawi sagt, der Überlieferer. Er sagt, فَقَامَ فَصَلَّ وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ دَمًا. Er ist aufgestanden und hat weitergebetet, obwohl aus der Wunde so viel übermäßiges Blut geflossen ist.